Willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, ich bin schon mal hierher gekommen. Nein, das Tor bleibt zu. Warum? Weil da der Hund drin ist oder was? Nee. Alter, bleibst du jetzt zu, du blödes Tor? Sonst hau doch die Brammenkuh ab. Ja, wir sind hier wieder bei den Farmern. Weil wir wollten ja das Medaillon noch zurückbringen. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken nach allem, was du getan hast. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Mhm. Sehr schön. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Na klar. Kronkorken. Darf man sich das einfach nehmen? Eine Melone, die können wir anpflanzen. Schrotpatronen sind immer gut. Dann gehen wir wieder raus. Eingelegtes Fleisch, darf ich das jetzt alles nehmen? Ah, cool. Ich klau mir mal eure Sachen. Ihr braucht die eh nicht mehr. Die sind mir jetzt freundlich gestimmt. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ja, deswegen nehme ich mir jetzt auch hier alles. Cool. Die verfluchten Maulwurfsratten waren schon wieder an den Tatos. Kam nicht neulich dieser Händler vorbei, der Fallen verkauft? Ja, aber er hat so viel verlangt, dass ich ihm Lucy hätte verkaufen können und es hätte immer noch nicht gereicht. Blake Abernathy, du solltest dich schämen. Das ist deine Tochter, von der du hier sprichst. Ich sagte doch nur, wie es ist, Liebes. Schnappen wir uns alles. Hier wird alles ausgeräumt. Ihr habt leider Pech gehabt. Zack, zack, zack. Alles her damit. Was? Wieso kann ich die Blake Flasche nicht hat mir nehmen? Gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber falls du handeln willst. Nee, ich will nur euer Zeug hier ausplündern. Damit ist mir schon sehr geholfen. Ich brauche Kupfer. Was haben wir da noch? Oh, jawoll. Munition. Ja, im Bett darf ich immer noch nicht schlafen. Aber dazu kann ich ja auch nach Hause gehen. So, da ist nichts mehr. Dann schauen wir nochmal rauf. Ach ja, ich habe mir inzwischen an die Kleidung überall Taschen hingemacht und die behandelt. Einen Helm habe ich gefunden. Jetzt haben wir anstatt 250 können wir 280 tragen. Umso mehr man tragen kann, umso weniger muss ich zur Basis zurück. Aber ich nehme ja auch immer alles mit. So, da haben wir noch was. Das darf man nicht nehmen. Hinsetzen wollen wir nicht. Ja, auch nichts. Da kann in jedem Eck was versteckt sein. Aber das finde ich so geil, dass sie hier in dem Strommast sich ihr Haus gebaut haben. Das ist eigentlich eine gute Idee. Kann man das als Struktur nehmen? Da hinten ist da noch was. Nee. Ach genau, ein Level-Up hat man ja. Oh, das mache ich jetzt auch gleich. Mit T. Und zwar, jetzt müssen wir mal Glück. War das Glück? Nee. Hier, genau, das wollte ich. Langfinger. Deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstahl. Nee. Warte mal, wo ist denn hier? Mit flinken Fingern kannst du Schlösser einfacher knacken. Außerdem hast du die Möglichkeit, fortgeschrittene Schlösser zu knacken. Hier unten, du bist eine Kreatur der Nacht. Nee. Fortgeschrittene Löcher. Hier ist Hacker, das haben wir schon. Ja, das ist das schon hier. Nehmen wir das. Enter. Auswählen. Jawoll, ja. Und wieder raus. Level 8, Baby. Ah, das sieht man auch nur, wenn man von der anderen Seite kommt. Dann gucken wir mal noch draußen. Werkstatt. Ne, die brauchen wir jetzt nicht.
Da haben wir noch eine Tatobeere. Tatos! Die Tatoffeln! Die Tato-Tatoffeln! Wo ist denn das Mädel hin? Mädel, wo bist du? Da läuft sie nicht rum. Da ist auch nichts mehr. Ja gut, dann haben wir hier alles geplündert. Jetzt schauen wir mal nach. Daten. Was haben wir noch zu tun? Töte die Raider an der Corviga Fertigungsanlage. Sprich mit den Siedlern bei Ten Pines Bluff. Begib dich nach Diamond City. Bring Chad zum Mama Murphy. Ja, das... Ah, okay, Chad müssten wir eigentlich inzwischen haben. Gut, dann bringen wir erstmal Chad zum Mama Murphy. Karte. Und zurück zu Sanctuary. Da werde ich demnächst erstmal einen riesen Zaun um ein begrenztes Gebiet vom Eingang bauen, dass man wirklich nur noch durch den Eingang reinkommt. Auf jeden Fall bis zu dem Haus hinter, wo die Werkstatt ist. Ist zwar ein Riesengebiet, aber dafür kann man dann auch umso mehr die Siedlung da aufbauen. Ich werde mich erstmal nur auf Sanctuary Hills konzentrieren. Da kann man zwar bei dem Autokino könnte man noch bauen und bei dem Rocket-Ding, aber das sind nur so Stationen, weiß ich nicht. Brauchen wir ja nicht mit der Schnellreise. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir hier komplett außenrum was bauen würden. Und jetzt mache ich erstmal Tag, weil das gefällt mir nicht. Schlafen! 11.35 Uhr. Machen wir mal 6 Stunden, dann müsste es eigentlich Tag sein. AM, PM, das kann ich immer nicht auseinanderhalten. Okay. Gut ausgeruht. Dogmi hat was gefunden. Was denn? Komm. Wo? Zeig's mir. Ja, was ist da? Hä? Da ist doch gar nichts. Verarsch mich nicht, Hund. Es ist jetzt abends oder morgens? Was wollte ich hier eigentlich? Genau. Ich wollte zu der Tussi, die schläft da bestimmt irgendwo in irgendeinem Bett. Marcy Long. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Red mal heute mal hier mit allen so ein bisschen. Ausrüstung, nee, will ich nicht. Ich will reden. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Das wird schon noch besser, Marcy. Mensch, Marcy. Nett. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursacht dauerhaft 5% mehr Schaden. Ah, cool, wenn man das liest. Enter nehmen. Krognak, der Barbar. The Barbarian. Nett. So, wen haben wir hier? Sturges. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Ich will nichts tauschen, ich will reden, wenn dann. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. Ich hab sonst erstmal nichts. Aber ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Ja, und ich wollte mal mit der Junglong. Ich will nur ein bisschen handeln. Nein, will ich nicht. Da, mit dir wollte ich reden. Hopp, ich aufstehen. Hätte mehr tun sollen. Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen. Aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Ja, reden. Mama Murphy. Hast du das Jet, über das wir gesprochen haben, Kind? Hier, bitte. Hier, eine Ladung Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Danke, Mama Murphy.
Du hast zwar gerade Drogen dafür benutzt, mir zu helfen, was eigentlich nicht so toll ist, aber ich danke dir trotzdem. So, wo ist jetzt der andere Fuzzi? Wer läuft da rum? The Sturges? Ja. Ich will nur ein bisschen handeln. Nein, will ich nicht. Wir brauchen immer Leute, die anpacken können. Ich sehe vielleicht wie ein Schläger aus, versuche aber Gewalt aus dem Weg zu gehen. Ja. Ja, hier hinten, da ist unser schönes Feld. Ich habe doch gerade eine Melone gefunden. Schauen wir mal, ob wir die anpflanzen können. Melona. Energie, Möbel. Wo waren das nochmal? Hier Ressourcen. Essen. Nee, da. Doch, Melone haben wir eine. So, die bauen wir jetzt mal da auch noch mit dazu. Hier. Und was haben wir da? Hä? Ach, da haben wir gar keine. Da haben wir auch wieder 17 Stück, aber es langt jetzt, glaube ich, langsam hier unser Feld. Das ist ja schon übelst viel. Mal schauen, ob man mit denen was braten kann. Na? Achso, Escape. Wo ist die Kochstation? Die war doch, glaube ich, ein weiterer Tag im Commonwealth. Hier hinten, oder? Wo waren denn die? Also ganz am Anfang ist auf jeden Fall eine und da läuft bestimmt auch der Minuteman rum. Vielleicht hat er einen Auftrag für uns. Schauen wir mal, was wir uns kochen können. Braten. Gebackene Blähfliege. Lecker. Die Radkakerlacken. Geröstetes Myrluckfleisch. Knusprige Eichhörnchenbissen. Köterkeule. Das muss ich mal dem Herrn Biertrinker zeigen. Köterkeulen machen wir noch. Maulwurfsrattenfleisch, da haben wir ja ohne Ende. Ribeye-Steak. Yum, yum, yum. So, Getränke können wir nichts machen. Suppe, Gemüsesuppe. Jawohl, mit schmutzigem Wasser, na super. Vodka. Mit Vodka. Verwertbares. So, haben wir es auch. Yeah, der Military Helm. Kann man nicht mehr so leicht einen Kopfschuss kriegen. So, und wo checkt jetzt der Minuteman rum? Minuteman, wo bist du? Wo ist der Kerl schon wieder? Boah, da hinten ist... Ach, das ist da oben, der Vault! Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Kreuzsakramente. Minuteman, hallo. Sag mal. Hat der sich verzogen oder was? Die ist auch nicht mehr da. Wo rennen die alle rum? Sieht man das auf der Map vielleicht? Wenn man näher hingeht? Nee. Sieht man nichts leider. Sturges. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Ja gut, dann machen wir mal weiter, bevor wir hier ewig rumtun. Und wir hatten jetzt als nächste Aufgabe, ne, das machen wir noch nicht, der erste Schritt, sprich mit den Siedlern bei Terpines Bluff, genau, töte die Raider in der Corvega-Fertigungsanlage. Gut, dann reisen wir doch mal dahin. Ach, da darf man nicht hinreisen. Dann gehen wir zum Starlight Express. Das ist am nächsten dran. Und da kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie ich hier alles leergeräumt habe. Und wir müssten mal mit dem Poweranzug in die Mitte, weil da ist so ein kleiner See, der ist total radioaktiv verseucht. Vielleicht liegt da noch irgendwas Schönes. Aber wir haben bald wieder ein Level Up. Juhu. Jubidu, jubidu. Und ich habe leider vergessen, auf die Zeit zu achten. Und jetzt stehe ich wieder da. Da lang nehmen wir mal die Markierung, haben wir doch gemacht. Stopp. Genau, dahinter müssen wir. Oh, scheiße, Nebel. Gefällt mir gar nicht. Nehmen wir erstmal das Messer. Ein Zielfernrohr, ein Ziel...
Gewehr habe ich mir vorhin gebaut. So, was haben wir denn da? Nebel finde ich nicht so gut. Okay, hier ist Lexington. Ach, das kommt noch vor der Anlage. Ja, dann würde ich mal sagen, laufen wir erstmal nach Lexington rein. Holzkiste entsperren. Nein. Jawoll. Das wär's. Alles mitnehmen. Ach, scheiße, ich bin fast voll. Jetzt waren wir vorhin im Lager, aber hab ich nicht ausgeleert. Das meine ich immer damit, im Let's Play. Da bin ich total unkonzentriert, wenn ich alleine spiele, ohne aufzunehmen und ohne, dass ich reden muss. Dann geht es meistens alles ein wenig einfacher. Oh, da kommen wir sogar durch. Luca! Porter Dinner. Oh. Ah, super. Kann man das kaputt schlagen? Das ist ja witzig. Ich will das Törtchen haben. Komm schon. Jetzt hat. Genau. Give me the Törtchen. Witzig. Perfekt erhaltener Kuchen. Oh, geil. Okay. Ob hier welche rumlaufen? Oh, super duper Mart. Da hinten ist eine Autowerkstatt. Die Musik, die macht mich nervös. Da geht's nirgendwo rein. Oh, da war doch was. Einkaufswagen, Dog Meat. Mensch. Oh, wenn hier nicht so ein Nebel wäre. Super duper Mart, da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Juhu, da gehen wir rein. No. Okay, da ist irgend so ein Roboter. Der hoffentlich nicht rauskommt. Der schaut aber sehr aktiviert aus. Der hat wahrscheinlich aufgepasst, dass hier niemand was klaut. Gefällt mir nicht. Das ist alles Material. Oh oh. Schimmliges Essen. Oh weh. Ghouls. Oh, bitte nicht. Bitte keine Ghouls. Wow. Oh, oh, oh. Da ist einer. Hey, warte da. Nein, nicht warten. Wow. Level up. Und Blut verschmiert. Hier drüben. So. Nein, nicht bleiben. Position halten. So, du gehst mal dahinter. Geh dorthin. Puh. Aufregung. Da war anscheinend nichts mehr. Und da noch was? Ah, oh, da kann man richtig schön aufräumen. Ich laufe jetzt hier nochmal durch.
Weil die Aufnahme ist sowieso gleich vorbei. Und da kommen bestimmt noch irgendwelche Ghouls. Stirb! Ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Hey! Entsperren Einsteigerhahn. Wir haben das jetzt gelernt. Aua. Kaputt. Na komm schon. Immer noch nicht. Jetzt hat er aber. Nein! Oh. Bitte. Jetzt. Ja. Erkennungsmarken. Ha. Komm nur her. Oh, da kommt auch einer rein. Komm her. Boah, durchs Fenster durch, hey. Puh. Gibt's hier auch was Schönes? Den haben wir schon komplett ausgenommen. Oh, hier. Streuende Lasermuskete. Radix. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Obwohl ich eigentlich... Das war ein Minuteman auch, der Arme. Obwohl ich ja eigentlich die Waffe nicht mehr brauche. Ich habe ein paar Waffen, die werde ich modifizieren. Die Laser... Wie kommt man aus dem blöden Menü da raus jetzt? Halt? Die Laserkanone, die finde ich jetzt nicht so toll. Die müssten wir erstmal auf mehr Schuss upgraden. Und dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen besser. Ja, okay, dann sage ich mal tschüss. Bis zur nächsten Folge, weil ich glaube, das war jetzt schon wieder über 20 Minuten. Egal. Bye, bye. Wir hören uns, sehen uns. Und ihr macht, dass ihr Spaß habt. Ciao.